Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Das ist auf jeden Fall der Kalender, den ich bekommen habe. Ich weiß nicht, weshalb, warum, wieso oder so ähnlich. Also so ist der. Und der ist von 2016. Jetzt blätter ich einfach mal kurz durch. Der sieht ganz gut aus hier, der Typ. Also ist ein typischer Kalender von 2016. Sind so verschiedene Typen drinne. Der ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, von wem ich den Kalender bekommen habe. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls steht da unten gerado.com drauf. Ich weiß noch nicht auf der Homepage-Seite drauf, aber irgendjemand hat mir den Kalender zugeschickt. Der sieht auch nicht schlecht aus. Ja, das sind alles so ein bisschen so die ältere Männergesellschaft, wie auch immer, sind nicht gerade so in meinem Alter. Also das ist auf jeden Fall der Kalender von gerado.com. Und so sieht er hinten aus. Und so vorne. Und das ist der Kalender von Jordan Fox. Der ist von 2014. 2014, ja. Das ist ein Bastelpapier. Und da sind dann richtige Fotos draufgeklebt von dem Jordan Fox. Also es sind richtige Fotos. Die sind selbst geschossen. Hat er mir wohl zugeschickt, den Kalender. Aber ich habe ja ehrlich gesagt mit dem relativ persönlich wenig zu tun. Also weiß ich nicht, ob da jemand mir eine Freude machen wollte oder sowas. Ich habe den mal kennengelernt von einem Kumpel. Der hat gemeint, der sieht ganz gut aus. Sind richtige Fotos. Der hat natürlich kein Oberteil an. Aber das brauchen die Kerle ja auch nicht. Da ist er am Meer. In Paris. Mit dem Pariser Eiffelturm ist, glaube ich. Paris, ja. Und das war's dann, oder? Nee. Geht noch weiter. Da ist er am Meer oder Küste. Sieht auch nicht schlecht aus. Weihnachtsmann verkleidet. Ja, das war der Kalender. Also, ich weiß nicht, ich sollte den einfach mal zeigen, die ich habe. Die zwei sind's. Also, dann mache ich jetzt mal Schluss mit dem Video.
Das ist der Jordan Fox. Also, tschüss.